Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, in den alternativen Medien, auf Twitter, Facebook etc. und im Mainstream geht es hoch her. Und dabei geht es um eine Aussage von Annalena Baerbock auf dem EU-Außenministertreffen in Prag am vergangenen Mittwoch. Schauen wir da jetzt einmal rein, was sie dort von sich gegeben hat. But if I give the promise to people in Ukraine, we stand with you as long as you need us, then I want to deliver. No matter what my German voters think, but I want to deliver to the people of Ukraine. So, ich möchte das nun noch einmal auf Deutsch wiederholen. Also wortwörtlich sagte sie, wenn ich den Menschen in der Ukraine das Versprechen gebe, wir stehen euch bei, solange ihr uns braucht, dann will ich das halten, unabhängig, was meine deutschen Wähler denken, will ich es einhalten gegenüber den Menschen in der Ukraine. Also an dieser Aussage, meine Damen und Herren, kann man nichts falsch verstehen. Sie ist eindeutig und unmissverständlich. Das Einzige, was daran überrascht, ist, dass Annalena Baerbock es uns so deutlich sagt, dass sie die Schubse hat, ihre Gedanken frei zu äußern. Das ist das eigentlich Überraschende. Denn sie hätte ja diesen Satz auch einfach weglassen können. Hat sie aber nicht und das ist das Problem. Also halten wir fest. Ihr ist die Meinung ihrer Wähler egal. Ich weiß nicht, ob sie damit jetzt grundsätzlich alle Wähler meint oder tatsächlich nur die, die Grün gewählt haben. Denn wenn sie wirklich alle Wähler meint, muss nochmal darauf hingewiesen werden, dass 85,2% bei der letzten Bundestagswahl eben nicht die Grünen und eben nicht Annalena Baerbock gewählt haben. Und da gibt es noch etwas anderes, was sehr bemerkenswert ist. Also, dass sie nämlich die ganze Zeit immer in der Ich-Form redet. Sie redet nicht davon, dass Deutschland oder der deutsche Steuerzahler der Ukraine beistehen wird, sondern sie persönlich als Annalena Baerbock. Das wirkt auf mich eigenartig. Hören wir nochmal rein. In democracy, it could be the chance that people disagree with me and they say in 4 years, well, you didn't tell us the truth. But if I give the promise to people in Ukraine, we stand with you as long as you need us, then I want to deliver. No matter what my German voters think, but I want to deliver to the people of Ukraine. And this is why for me it's important to be always very frank and clear. And this means every measure I'm taking, I have to be clear that this holds on as long as Ukraine needs me. And this is why I think it's so important that we have to be frank. Gut, also die Aussage zu den Wählern. Wir haben hier eine deutliche, ungeschnittene Aussage, die unmissverständlicher kaum sein könnte. Und schauen wir mal, was die Leitmedien aus dieser Aussage machen. Der Spiegel spricht von einer pro-russischen Desinformation und einer gezielten Manipulation, weil das Video angeblich zusammengeschnitten sei. Ja, der Fokus ist etwas kritischer und spricht von Ehrlichkeit, aber der Satz sei voller Arroganz. Ja, das bringt es auf den Punkt. Annalena Baerbock war einfach nur ehrlich und hat in ihrer Arroganz zugegeben, dass ihr die Meinung der Wähler völlig egal ist. So, und hinter diesem Fakt macht die Süddeutsche aber ein Fragezeichen. Geringschätzung der Wähler? Fragezeichen. Ja, und die Süddeutsche stellt weiter fest. Allerdings war ein in den sozialen Medien verbreitetes Video der Äußerung geschnitten. Ja, und dazu muss man feststellen, ja, das Video war geschnitten, aber nur in der Länge. Es wurde auf 54 Sekunden gekürzt. Inhaltlich wurde nichts zusammengeschnitten. Ich habe beide Videos für Sie im Anschluss nochmal angehängt, dann können Sie es sich selbst anschauen. Und kommen wir nun noch zu NTV, da macht man schon in der Überschrift deutlich, dass es sich um Desinformation handelt. Baerbock-Aussage erzürnt Opposition, Ministerium sieht Desinformation. Ja, und zu guter Letzt kommen wir zum Faktenfuchs vom Bayerischen Rundfunk. Das Baerbock-Zitat ist verfälscht und wird instrumentalisiert. Also, meine Damen und Herren, die Aussage von Annalena Baerbock ist wahrlich erschreckend und müsste zu einem sofortigen Rücktritt führen. Aber wir leben in einer neuen Zeit. Die Presse ist kein Kontrollorgan der Regierung mehr. Sie ist zu einem perfiden Werkzeug der Regierung verkommen. Und an dieser Stelle gibt es nichts schönzureden.
So, sehen Sie sich jetzt noch einmal die beiden Videos an, einmal die Kurzfassung und danach die längere Version. Und bitte schauen Sie sich auch mein Video-Interview mit Volker Hellmeyer an. Es wurde am vergangenen Mittwoch aufgenommen und ich bin mir sicher, dass Volker auch passende Worte zu der Aussage von Frau Baerbock gefunden hätte. Ihnen nun ein schönes Wochenende, alles Gute und bis bald. But if I give the promise to people in Ukraine, we stand with you as long as you need us, then I want to deliver. No matter what my German voters think, but I want to deliver to the people of Ukraine. And this is why for me it's important to be always very frank and clear. And this means every measure I'm taking, I have to be clear that this holds on as long as Ukraine needs me. We are facing now winter time where we will be challenged as democratic politicians. People will go on the street and say, we cannot pay our energy prices. And I will say, yes, I know. So we help you with social measures. But I don't want to say, okay, then we stop the sanctions against Russia. We will stand with Ukraine, and this means the sanction will stay also in winter time, even if it gets really tough for politicians. If I give the promise as a politician, and luckily in democracy, it could be the chance that people disagree with me and they say in 4 years, well, you didn't tell us the truth. But if I give the promise to people in Ukraine, we stand with you as long as you need us, then I want to deliver. No matter what my German voters think, but I want to deliver to the people of Ukraine. And this is why for me it's important to be always very frank and clear. And this means every measure I'm taking, I have to be clear that this holds on as long as Ukraine needs me. And this is why I think it's so important that we have to be frank. Yes, everybody wishes from us that tomorrow the war stops, but in case tomorrow it wouldn't stop, I will be also there in 2 years' time. And then sometimes it sounds a bit difficult on the EU level, and this is also where we disagree sometimes on measures the European Union is taking, because every sanction package we have to prepare that it holds also for the next maybe 2 years. If we don't need it 2 years long, well, this is great, but if we would need it, it has to hold as long as Ukraine needs us. And we are facing now winter time where we will be challenged as democratic politicians. People will go on the street and say, we cannot pay our energy prices. And I will say, yes, I know, so we help you with social measures. But I don't want to say, okay, then we stop the sanctions against Russia. We will stand with Ukraine, and this means the sanction will stay also in wintertime, even if it gets really tough for politicians, and we have to find good solutions all over Europe to balance the social effects, because this is the other part of this war. It's a hybrid war. The second strategy is to split our democracies, saying, okay, now the poor people are being left behind and we have to give the answers. No, we stand in solidarity with everybody in our country as we stand with everybody in Ukraine.